Have you ever felt? Are you listening? Damn. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Den gab es ja schon länger nicht mehr. Aber jetzt habe ich mich mal wieder durchgerungen, mal wieder zu vloggen. Ich habe wieder richtig Bock drauf. Und ich bin jetzt gerade zu Hause. Und ich werde jetzt gleich losfahren zu DM, weil ich brauche unbedingt noch eine Pinzette. Weil irgendwie, ich habe 3 Stück, aber ich finde keine wieder und ich brauche unbedingt eine jetzt. Deswegen werde ich da jetzt hinfahren und mal gucken, was da sonst noch so gibt. Einfach mal ein bisschen schauen. Danach zeige ich euch nachher, ich habe heute noch vor, auf jeden Fall ein paar Videos zu drehen. Und ich zeige euch dann noch Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe. Was mache ich jetzt? Jetzt fahre ich erstmal zu DM. Und dann kann ich euch nämlich was zeigen, denn ich habe ja, wie gesagt, ewig nicht gevloggt. Und ich habe in der Zwischenzeit ein neues Auto gekauft. Und es ist mein Traum. Also es ist kein neues Auto geworden. Ich habe überlegt, ob ich mir einen neuen kaufe. Aber es ist jetzt doch ein gebrauchter geworden. Und ich liebe es über alles. Es ist halt mein Traumfahrzeug und zwar ein Mini Cabrio. Und ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Es ist in weiß geworden, also sieht so beigefarben aus, heißt aber weiß. Und ein Traum. Ich liebe mein Auto sehr. Es war nur ein bisschen blöd. Ich hatte total Pech. Ich war mir klar, dass ich das andere Auto kaufen würde. Und habe mich ja schon langsam darum gekümmert, dass ich meins verkaufen würde. Mein altes war ja ein Fiat 500. Und ich wollte das 2 Tage später ins Internet stellen. Aber davor, da war ich auch noch krank, das war so richtig blöd, ich war krank. Wusste, ich werde in ein paar Tagen mein Auto auf jeden Fall reinstellen. In so 2 Tagen wollte ich das, glaube ich, machen. Und dann fahre ich nur gerade zur Apotheke, mir Tabletten holen vom Arzt. Und dann, ich glaube, ich war noch nicht mal beim Arzt. Wie war das denn? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, ich war vorher zu Hause und dann wollte ich mir von zu Hause aus Tabletten holen oder irgendwas von der Apotheke auf jeden Fall holen. Und dann wollte ich mich wieder ins Auto setzen, ging mein Auto nicht mehr an. Und ich dachte so, das kann nicht dein Ernst sein. Ich fahre dieses Auto jetzt schon so lange, ich hatte noch nie so ein wirkliches Problem mit meinem Auto. Und dann ging das einfach nicht mehr an. Dann stand ich da vor der Apotheke und ich dachte mir so, toll, geil. Hatte Magen-Darm, war dann nicht ganz so der perfekte Zeitpunkt, da dann stehen zu bleiben. Ohne, ja, war ein bisschen blöd. Also ich habe es ausgehalten, weil ich habe schnell meine Mutter angerufen, die ist dann schnell gekommen. Und dann mussten wir erstmal das überbrücken, weil es war die Batterie halt. Ja, und dann haben wir das zusammen überbrückt, das haben wir hingekriegt, das war ganz gut. Dann bin ich direkt zur Werkstatt gefahren und dann habe ich eine neue Batterie gekriegt, 100 Euro, geil. Dafür, dass ich mein Auto 2 Tage später verkaufen wollte und dann nochmal 100 Euro investieren, Bombe. Ja, dann habe ich das Auto verkauft, ging alles ruckzuck, ging problemlos, habe ich privat verkauft, war super, kein Problem. Habe sogar noch recht viel dafür gekriegt, weil ich habe das damals für 5.000 Euro gekauft. Da hatte der schon 94.000 runter. War 4,5 Jahre alt, glaube ich, und jetzt bin ich meinen ja auch schon 4 oder auch nochmal 4,5 Jahre gefahren. Er hatte inzwischen über 150.000 runter und ich habe ihn noch für 2.800 verkauft. Das finde ich echt nicht schlecht dafür, dass er außen halt viele Macken hatte, innen auch nicht mehr so perfekt war. Finde ich das noch viel, also dafür, dass ich 5.000 nur gezahlt habe und in 4 Jahre oder über 4 Jahre gefahren bin, fand ich das ganz gut. Ich hätte bestimmt auch noch mehr gekriegt, weil es hat sich recht schnell jemand gemeldet. Also sehr viele haben sich sehr schnell gemeldet. 2 Sekunden, nachdem ich dringend stehen hatte, ist ja meistens ein Zeichen, dass man es zu günstig verkauft. Aber egal. Dann habe ich meinen Wagen abgeholt, mein Mini. Fahre den 4 Tage und bleib auf der Autobahn liegen. Ich dachte mir echt so, wie kann man so ein Pech haben? Also wirklich, ne? Bin ich einfach mitten auf der Autobahn. Ich wollte gerade überholen und irgendwie hat er nicht so richtig Gas gegeben. Und dann wurde ich halt immer langsamer. Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht mehr beschleunige, wenn ich aufs Gas drücke. Ja, bin ich schnell rüber. Ich war nämlich gerade am Überholen, war auf der ganz linken Fahrspur. Und dann musste ich erstmal ganz nach rechts auf dem Seitenstreifen. Bin da halt liegen geblieben. Das Glück war, dass meine Mutter gerade mit mir unterwegs war. Also nicht mit mir in meinem Auto, sondern sie war mit ihrem eigenen Auto unterwegs. Sie hat das halt gesehen. Konnte sie umdrehen und so. Ja, dann hat sie mich abgeschleppt. War auch geil. In kürzester Zeit einmal überbrückt, abschleppen, also alles gelernt. Ja. War halt ein bisschen scheiße, ne? Kupplungsschaden sollte 1.600 Euro kosten. Und dann meinte die Werkstatt, hab denen das gesagt, so 4 Tage bin ich den gefahren, ihr bezahlt das. Meinten die, nee, das ist ein Verschleißteil, das wird nicht bezahlt. Und so habe ich gesagt, hier oben, ganz sicher nicht. Ich kenne ja durch den Betriebsrat ein paar Anwälte.
Und dann habe ich die auch gefragt, die meinten auch alle, nein, das müssen die bezahlen nach der kurzen Zeit, das kann nicht sein. Ja, und dann habe ich dann nochmal angerufen und meinten, ja, wir machen eine Ausnahme, ja. Jetzt haben sie es bezahlt, ich habe jetzt nach 3 Wochen mein Auto wieder, weil irgendwie war der Typ, der es reparieren sollte, war nicht da. Und dann meinten die, ja, da muss ich ja 3 Wochen warten. Glück darin gehabt, dass meine Mama sich auch gerade ein neues Auto gekauft hat, auch ein Cabrio. Und ich dann ihren alten Wagen so lange fahren konnte, das war ganz gut. Sonst hätte ich halt ein Problem gehabt. Ja, das war halt das Gute daran. Und jetzt musste ich 3 Wochen warten, bis ich mein Auto wieder habe. Und jetzt habe ich es endlich seit letzten Freitag, glaube ich, habe ich das. Das müsste sein, ja. Ich glaube schon seit Freitag. Oh, das war ein Hin und Her, ey, wirklich nur Stress gehabt. Ich habe da gefühlt jeden Tag im Autohaus angerufen. Das war so eine Scheiße. Das ist übrigens das Autoforum in Bielefeld, falls euch das was sagt. Nicht empfehlenswert, wirklich nicht. Also das war. Ja, wir rufen Sie gleich zurück. Ich wurde nicht zurückgerufen, musste ich wieder hinterherrufen. Denn das ging immer so. Also die haben mich, glaube ich, nicht einmal so zurückgerufen, wie sie es gesagt haben. Also ganz ehrlich, das kann ich nicht empfehlen. Ja. Kein mehr dazu kann ich nicht sagen. Am Anfang fand ich den ganz nett, der mich da beraten hat, aber jetzt am Ende hatte ich die Schnauze voll von dem. Aber ich bin einfach froh, dass jetzt mein Auto wieder läuft und ich hoffe, es läuft gut, weil ich habe jetzt ein bisschen Angst. Weil wenn man einfach so auf der Autobahn liegen bleibt, ist schon kacke, ne? Das Gute war halt, dass ich ja bei mir in der Nähe liegen geblieben bin und nicht sonst wo. Morgen fahre ich nämlich mit meinem Bruder zum Konzert von Puddle of Mud. Und dann wollten wir mit meinem Auto fahren. Und das war auch nur in Hannover, also auch nicht so weit weg. Aber ist natürlich schon scheiße. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich wieder liegen bleibe. Obwohl ich es mal nicht glaube. Aber ja, genug erzählt von meiner Story. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu DM. Und ja, Haare können derzeit noch trocknen. Ich kam gerade halt eigentlich aus der Dusche. Bin noch nicht geschminkt und so, weil ich dazu gleich ein Video drehen möchte. Aber ich brauche vorher die Pinzette. Deswegen mache ich mich jetzt so ungeschminkt auf den Weg. Ich werde es überleben. So, ich bin wieder zu Hause und das Wetter war super, dass ich kurz Cabrio fahren konnte. Ja, ganz gutes Wetter. Auf jeden Fall habt ihr, glaube ich, gesehen, ich hatte eben den Evelyn-Kalender in der Hand. Nee, nicht Evelyn, Balea-Kalender in der Hand, genau, beim DM. Aber den habe ich wieder weggestellt, weil ich finde, dieses Mal waren da nicht so tolle Produkte drin. Also mir hat der damals, wo ich, glaube ich, den ersten hatte, vor 2 Jahren, hat er mir bei Weitem besser gefallen. Deswegen habe ich ihn wieder weggestellt. Ich habe allerdings ein paar Sachen mitgenommen. Und da sich das nicht für einen kompletten Haul lohnt, wollte ich das jetzt in diesem Video einmal zeigen, weil ich wollte eigentlich nur Pinzetten kaufen, ihr wisst es. Da bin ich auch fündig geworden und so habe ich gleich 3 Stück gekauft. Ja, ein bisschen bescheuert. Ich habe 3 Stück, aber ich finde keine einzige. Jetzt habe ich 3 neue. Und zwar wollte ich eigentlich nur 2 nehmen. Einmal so eine, diese hier, diese schräg mit Softgriff, weil ich mag das ganz gern, wenn die unten schräg sind. Da habe ich einmal diese hier mitgenommen. Kostet unter 2 Euro. Fand ich ganz gut, die einmal. Und dann konnte ich mich hier entscheiden, diese geraden Pinzetten. Gab es halt 2 Designs und ich konnte mich hier entscheiden, welches ich schöner finde. So richtig dämlich habe ich einfach beide genommen. Einmal dieses hier. Finde ich halt auch ein richtig schönes Design. Dieses mit diesen Blättern. Also richtig, richtig schön. Und dann noch einmal einen in rosa mit auch so Farn und Blumen. Konnte ich mich ja nicht entscheiden, habe ich einfach beide genommen. Ich dachte mir so, naja, komm, kannst du immer gebrauchen. Pinzetten brauche ich immer für, gerade für Wimpern aufkleben. Dann kann ich immer eine in meiner Schminktasche, eine da haben. Und ja, vielleicht finde ich die anderen auch irgendwann mal wieder. Dann habe ich da auch noch von Evelyn gefunden, wieder den Pinselreiniger. Meiner ist nämlich schon seit Ewigkeiten leer. Der hat seitdem auch ein neues Design. Der war, glaube ich, sonst ein bisschen also ovaler oder so, glaube ich. Ich hatte den ewig nicht mehr, aber ich finde das mal ganz gut. Ich habe meine Pinsel nämlich ewig nicht gewaschen, muss ich sagen. Das muss ich jetzt mal am Wochenende machen, weil ist ja nicht so hygienisch. Aber für zwischendurch finde ich das mal ganz gut, wenn man mal gerade einfach merkt, okay, meine Pinsel, gerade für die Augen, die sind alle schon in Farbe, weil ich ja oft auch farbige Looks schminke. Ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn jetzt mein Pinsel blau ist und ich möchte gerne einen hellen Look oder so schminken. Deswegen habe ich den einmal mitgenommen. Dann habe ich noch eine Zahnpasta mitgenommen, obwohl ich noch eine auf Reserve habe, aber ich habe heute noch eine neue angefangen. Deswegen habe ich mal eine mitgenommen und zwar von Dontodent Black Shine.
für natürlich weiße Zähne in Verfärbung, enthält Aktivkohle. Das ist, glaube ich, so eine schwarze Zahnpasta. Das wollte ich einfach mal testen, fand ich ganz lustig. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und dann wollte ich einfach noch neue Deos mitnehmen. Ich habe da auch noch ein paar auf Reserve, aber ich habe das immer ganz gern, wenn ich immer ein paar Backups zu Hause habe, dass ich nicht irgendwann merke, scheiße, ich habe doch kein Deo mehr. Und dann habe ich hier jetzt gesehen, dass es richtig viele schöne von Balea gab. Und da habe ich ein bisschen zugeschlagen, muss ich sagen. Und zwar habe ich einmal mitgenommen, das ist eine Limited Edition Deodorant ohne Aluminium. Jamaika Vibes mit Ananas und Flamingoblumenduft. Das hier, ich habe nicht dran geschnuppert, keine Ahnung. Ich habe nur die mitgenommen, die entweder schön aussahen oder interessant sich angehört haben. Deswegen habe ich das mitgenommen. Dann Sommerblüten mit blumigen Duft habe ich mitgenommen. Und Pfirsich Maracuja. So, die Deo-Sprays, dann hatte ich noch eins von Balea gefunden. Exotic Fruits. Für ein sicheres Hautgefühl. So in so einem Glasflakon. Fand ich auch irgendwie ganz schick. Deswegen habe ich das auch mitgenommen. Und dann wollte ich eigentlich schon in Richtung Kasse gehen. Weil ich genau weiß, dass ich an Seifen, Handseifen, komme ich immer ganz schlecht vorbei. Ich weiß auch nicht, das ist nicht meine Stärke. Und ich habe tatsächlich bestimmt noch 3 auf Vorrat, die ich noch nicht angefangen habe. Also ich habe immer ein bisschen was im Bad stehen und halt in der Küche. Und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Wirklich so, so schön, dieses Design. Einmal dieses wie bei der Pinzette. Schaumseife Tropic Green mit blumigem Duft. Guck mal, wie schön diese Verpackung ist. Also ohne Witz, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Es war einfach zu schön. Genauso wie bei dieser hier, die sieht auch so schön aus. Schaumseife Desert Sun mit fruchtigem Duft. Auch so richtig, richtig schön. Wie gesagt, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Jetzt habe ich erstmal Vorrat an Deo und Vorrat an Seife und Vorrat an Pinzetten. Das ist schon mal gut. So, und bevor ich jetzt anfange, ein Video zu drehen, zeige ich euch jetzt gerade noch was. Also, beziehungsweise, ich muss erstmal meine Haare machen. Sie sehen ein bisschen bescheuert aus. Aber ist jetzt egal. Ich wollte euch kurz zeigen, was ich in den letzten Monaten, muss ich sagen, also zugeschickt bekommen habe, weil ich ja so lange kein Video gedreht habe. Ende August habe ich hier einmal von Gala und Love zusammen einen Lippenstift zugeschickt bekommen. Den werde ich noch in einem First Impression Video benutzen mal, deswegen ich teste den jetzt nicht. Den behalte ich für ein First Impression Video und werde ich dann irgendwann mal testen. Das ist der Color and Care Lipstick in der Farbe Marianas Chestnut. Ich zeige euch den einmal, das ist hier mit so einem Magnetverschluss. Finde ich persönlich nicht so gut, so ein Magnetverschluss, weil der nicht so stark hält. Ich finde, da gehen die Deckel leicht ab und dann geht der Lippenstift eventuell kaputt. Das ist die Farbe. Ist so ein Herbstton halt wirklich. So ein braun-rotton, bäriger Braunton. Keine Ahnung, irgendwas so in der Richtung. Solche Farben trage ich eher weniger, aber ihr wisst, letztendlich trage ich alles. Und von daher kann ich auch mit dieser Farbe etwas anfangen. Und genau. Der kommt erstmal zu meinen neuen Produkten und wird dann irgendwann getestet. Das war ein etwas kleineres PR-Sample. Und dann, boah, ist das schwer. Es ist so schwer. Habe ich was zugeschickt bekommen von Rossmann. Rossmann, da bekomme ich öfter mal was zugeschickt. Und halt in Kooperation mit anderen Marken. Und das ist jetzt von Rossmann und Naturebox. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist relativ neu, diese Marke. Beziehungsweise gibt es auch neu im DM. Müller, glaube ich, auch, wenn ich mich täusche. Ja, und Rossmann, logischerweise, habe ich ja von Rossmann bekommen. Gab es einmal dieses PR-Sample. Moment, also es ist echt ein bisschen schwer. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das hier. Genau, ich packe das mal einmal aus. Zwei Sachen habe ich da schon rausgenommen. Und zwar gab es hier einmal so kleine Samples zu so Reisegrößen. Einmal Shampoo und ein Duschgel aus dieser Avocado-Öl-Reihe. Davon hatte ich nochmal 2, die habe ich halt verschenkt an eine Arbeitskollegin. Und dann zeige ich euch mal, was hier noch drin ist. Einmal ist hier drin auch nochmal ein großes Shampoo mit Avocado-Öl. Das ist dieses. Ich habe schon an allen gerochen und es riecht alles richtig, richtig gut. Das Besondere an diesen Sachen ist, dass die vegan sind und frei von Sulfaten, Silikonen und Parabenen. Das ist alles mit 100% kaltgepressten Ölen, ja, und ist dementsprechend sehr natürlich. Nur natürliche Inhaltsstoffe, genau, einmal das Shampoo mit Avocadoöl. Dann war drin, sind übrigens immer 385 Milliliter, komische
Zahl, aber ja, 385 Milliliter, also ist recht groß, ist viel drin. Das hier ist eine Spülung, die ich bekommen habe mit Mandelöl. Dann, das habe ich schon mal getestet, weil meine Mama das zu Hause hatte, ein Duschgel mit Kokosnussöl. Genau, das hat halt meine Mutter zu Hause, das fand ich ganz schön, wirkt pflegend. Von dem, was ich sagen kann, ich habe, glaube ich, 3, 4 Mal damit geduscht. Fand ich auf jeden Fall sehr angenehm. Der Duft ist halt nicht so aufdringlich, ist halt recht natürlich, aber er ist da. Warte, ich rieche nochmal dran. Es riecht halt schön nach Kokosnuss. Aber nicht so, also nicht so unecht nach Kokosnuss. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Genau, das war drin. Und dann haben wir hier noch ein paar Sprays drin. Einmal ein Glanzspray mit Aprikosenöl. Dann nochmal aus der Kokosnussreihe ein Feuchtigkeitsspray. Und aus der Avocado-Reihe eine Reparaturcreme. Genau, das sind die Produkte, die ich da drin hatte. Hat mich natürlich riesig gefreut, dass ich das testen darf. Also nochmal danke an Rossmann und danke an Naturebox für dieses wunderschöne Paket. So, ist wieder richtig mega gelaufen. Hab gerade ein Video gedreht. Also ja auch, also diesen Look habe ich gerade geschminkt. Kommt bald online bestimmt. Vielleicht ist es schon online, aber ich glaube noch nicht. Das ist ein One-Brand-Make-up von der Firma Catrice. Und ja, das Video habe ich gerade gedreht. Wollte gerade mein zweites Video drehen, ein aufgebraucht Video. Ja, Speicherkarte voll. Wie das dann so ist, ne? Naja. Was soll's? Wenigstens habe ich jetzt ein Video gedreht und ich drehe mal wieder einen Wochenvlog. Das ist ja schon mal ganz gut. Und oh, mein Hals tut weh. Genau. Jetzt räume ich die ganzen Sachen von Catrice weg, weil die standen alle halt in der Kiste, weil ich mir vorgenommen habe, daraus ein Video zu machen. Als ich das bestellt hatte, da hatte ich die alle da drin gelassen. Und jetzt kann ich die Wesen schon mal wegräumen. Dann ist diese Kiste da auch weg. Genau. Ja, die aufgebrauchten Sachen, die ich jetzt hier habe. Die muss ich halt wieder wegstellen. Das mache ich dann ein anderes Mal. Ist immer so ärgerlich. Ich habe es mir schon gedacht. Ich bin froh, dass das erste Video geklappt hat, ohne dass die Speicherkarte voll ist, weil das wäre richtig ärgerlich gewesen, wenn ich mitten in einem Schminkvideo keinen Speicher mehr habe. Oh, kannst du jetzt mal hier reingehen? Es läuft gerade nicht so. So, jetzt. So, genau. Jetzt räume ich noch ein bisschen auf. Küche ist soweit aufgeräumt. Ist auch aufgeräumt. Da hinten, ich muss jetzt noch den Staubsauger ein bisschen wegstellen und sowas. Schlafzimmer auch noch ein bisschen, aber weil mein Freund gleich kommt, also was heißt gleich, ich weiß noch gar nicht, wann der kommt. 1,5 Stunden, schätze ich mal, oder so. Und dann soll es ordentlich sein, ne? Lassen wir die ganzen Kamera-Utensilien wieder wegstellen. Ich glaube, heute schaffe ich das auch nicht mehr zu schneiden, weil das sind halt so Videos, die brauchen ein bisschen länger, um die zu schneiden. Aber ich will auf jeden Fall bald ein Declutter-Video wieder drehen. Es hat sich nämlich wieder einiges angesammelt seit meinem letzten Declutter. Und da sich die Sachen so gut verkauft haben, ich habe die ja letztes Mal verkauft und habe ja dann 75 € gekriegt und es waren ja fast nur Drogeriesachen, möchte ich das gerne nochmal machen und mal gucken, was weg kann, was nicht weg kann, ob wieder so viel zusammenkommt oder ich mich diesmal nicht von so vielen Sachen trennen kann, weil ich ja wirklich sehr viel ausgemistet habe, muss man ja sagen. Also ich habe ja fast immer ein Drittel auf jeden Fall weggegeben. Ne, Katze, was willst du? Ja, gut. Dann räume ich jetzt erstmal meine Schminksachen wieder ein. Und ich glaube, der Postbote kam gerade, oder? Keine Ahnung. So, ich habe mir jetzt mal vorgenommen, meine komplette, ich habe so 2 Schubladen, wo alle Cremes und alle Pflegeprodukte, also alles, was nicht Schminke ist, drin sind. Und die habe ich jetzt gerade mal ausgeräumt und auf meinem Sofa breit gemacht. Ich möchte das jetzt mal durchgucken, gucken, was ich in nächster Zeit mal benutzen will. Ein bisschen sortieren, mal wieder, dass ich einen Überblick kriege. Vielleicht Sachen raussuchen, die ich dann lieber verlosen oder in den Adventskalender zu Weihnachten oder so packen möchte. Und ja. Das ist das Ausmaß momentan. Also einiges Zeugs, was ich da habe, durch meine ganzen Boxen und ja, zugeschickte Produkte. Sehr viel Zeug, was hier rumliegt, ne, noch, Frau Tete? Hallo, sag mal Hallo. Genau.
Das werde ich jetzt durchgehen. Mal gucken, was ich noch alles für alte Schätze da finde. Hallo zusammen. Ich bin gerade in Hannover. Und zwar bei einem Paddle of Mud Konzert. Ist kein Schwein hier irgendwie, aber es ist auch erst in einer Stunde fängt an. Und mich wurde gerade angesprochen, ob das eine Kamera in meiner Tasche ist. Aber da meinte sie, ja komm, eine kleine ist nicht so schlimm. Deswegen werde ich ein bisschen für euch heute filmen. Hallöchen, ihr Lieben. Nein, ich mache mal gerade leiser. Ich sitze gerade im Auto und fahre jetzt zu Laura, weil ich spontan Bock habe, irgendwas zu machen. Und wir fahren jetzt ins Tierheim spontan und dann vielleicht noch ein Eis essen. Nehme ich euch mal mit, ne? Wie warm ist es? Ich glaube, ich kann Cabrio fahren. Geil. Aber vielleicht eher erst nach der Autobahn, ist vielleicht besser. Oder ich fahre einfach nicht Autobahn, das ist noch besser. Now you're trying to trick me in love. Oh.
Hallo zusammen, heute ist Sonntag. Ich mache jetzt mal mein Dings auf, das hatte ich drin, weil ich vorhin Cabrio gefahren bin. Kriege ich es nicht mehr auf. Ja, heute ist Sonntag. Und ich wollte euch einfach noch kurz heute, bevor ich den Wochenvlog beende, zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar von DM habe ich einmal dieses Paket hier in Kooperation mit The Wolves, also Maren Wolf und Tobias Wolf, zugeschickt bekommen. Und zwar sind da Produkte drin, einmal für den Mann und einmal für die Frau. Das werde ich mir dementsprechend mit meinem Freund teilen. Dann fange ich mal mit den Männerprodukten an. Hier ist einmal eine Handcreme drin. Bei den, ich finde erstmal das Design mega, auch das Rosane für die Frau finde ich richtig, richtig schön. Und die Düfte sind super. Ich finde die männlichen Düfte noch etwas besser, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall, genau, eine Handcreme ist da drin. Dann ein Bodypuffer. Das finde ich richtig, richtig gut. Ich hoffe, mein Freund mag das auch. Und ein Duschgel ist für den Mann dabei. Das sind 3 Produkte. Für die Frau sind es dann insgesamt 4. Und zwar auch ein Bodypuffer. Ein Duschgel. Und eine Handcreme auch. Und zusätzlich halt noch ein Mousse-to-Oil-Body-Schaum. So sieht das aus. Genau, das habe ich zugeschickt bekommen. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen, beziehungsweise, ja, klar. Ja, die Handcreme habe ich schon ausgetestet. Die riecht sehr gut und zieht schnell an, was mir gefällt. Die finde ich sehr gut. Genau, dann habe ich hier noch ein Douglas-Paket. Es gibt hier momentan, gibt es glaube ich auch noch, die Aktion, dass man bei Douglas bestellt. Und dann bekommt man eine Reise nach Paris umsonst. Und das habe ich mitgemacht für 2 Personen. Da werde ich mit meinem Freund hinfahren. Wahrscheinlich im Februar eine 4-tägige Reise nach Paris. Genau. Und da habe ich jetzt einen Gutschein für. Da freuen wir uns schon drauf.
Genau. Und da habe ich ein paar Sachen halt weihnachtsgeschenkemäßig bestellt. Deswegen werde ich die jetzt nicht zeigen. Ich möchte ja nicht alles verraten. Und mir habe ich die Anastasia Beverly Hills Norvina Palette bestellt. Ich kann die einmal aufmachen, dann seht ihr die. Jetzt fehlt mir nur noch die Soft Glam Palette. Dann habe ich, glaube ich, alle. Ich konnte mich nicht entscheiden, nehme ich die Soft Glam oder nehme ich erstmal die Norvina. Jetzt kommt hier, glaube ich, noch die Sultry Palette oder so heißt die, glaube ich. Die kommt ja auch noch raus. Kommt gar nicht hinterher. Naja, auf jeden Fall habe ich mich für die Norvina Palette entschieden, weil die ein bisschen was Besonderes ist als die Soft Glam Palette. Die Soft Glam ist ja eher sehr natürlich und die ist hier halt lilane Farben und ihr wisst ja, ich entscheide mich dann meistens doch für die etwas farbenfroheren Varianten, weil man da einfach mehr rausholen kann. Ich meine, hiermit kann ich auch einen neutralen Look schminken und natürlich ein bisschen mal was Schönes, Knalliges. Deswegen freue ich mich schon sehr. Da wird es ein First Impression Video zu geben, wenn ich die das erste Mal benutze. Dauert allerdings noch. Das meiste, was hier sonst noch drin ist, ist für meinen Freund, für seinen Adventskalender. So viel kann ich sagen, weil das weiß er, dass er einen Adventskalender bekommt. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas für mich drin ist als Probe. Genau. Einmal eine Chanel Mascara ist noch drin, was ich benutzen werde. Und einmal ein Clinique Shabby Stick. Da muss ich aber gucken, ob ich den eventuell schon habe. Sonst verschenke ich den vielleicht. Plushest Punch. Ich glaube tatsächlich, den habe ich sogar. Weil ich habe einen einzigen und ich glaube, das ist tatsächlich der. Naja, die gab es halt als Goodie dazu, wenn man bei Frau Shopping geguckt hat, was es so dazu gab. Und ja. Genau. Und jetzt Katze will in, ja, Katze klettert in den Karton, wo auch sonst. Genau, das war es eigentlich, was ich erzählen wollte. Jetzt habe ich hier, glaube ich, 2 Wochen gevloggt. Beziehungsweise relativ wenig. Zum Beispiel Freitag waren wir noch Lasertag spielen mit Leon, aber das habe ich jetzt nicht gefilmt. Und genau, jetzt werde ich die nächsten Tage werde ich aufräumen erstmal ordentlich, weil es sieht nicht grausam hier aus, aber ich möchte es tip top haben. Oh, ich habe hier so eine Ecke, ne? Das tut so richtig weh. Und weil ich ja Freitag in Urlaub fliege, Freitag fliege ich nicht in Urlaub, Freitag fahre ich nach Nürnberg zu Jacqueline. Und Samstag früh, also sehr früh, glaube ich, geht es dann nach London und ich hoffe, die Seahawks-Karten kommen passend an. Ich habe ja Football-Karten bestellt und eigentlich sollten die Samstag kommen. Sie sind Samstag nicht gekommen. Ich werde jetzt morgen hinterher rufen. Nöffi, du fällst um. Ich will diese Karten haben. Ich hoffe, ich kriege sie noch rechtzeitig, sonst wird das echt ein bisschen blöd. Genau, deswegen jetzt räume ich ein bisschen auf und gucke währenddessen Football. Und dann verabschiede ich mich schon mal für diesen Wochenvlog. Und im nächsten Wochenvlog, ich werde es jetzt so machen, dass ich versuche, die Wochenvlogs also jede zweite Woche zu machen, damit mehr drin ist. Weil ich ja oftmals vergesse zu vloggen, wie ihr schon bemerkt habt. Ich muss da erst wieder richtig reinkommen und ich will das jetzt erstmal im 2-Wochen-Rhythmus machen. Ich muss ja sowieso erstmal hinkriegen, dass ich mal wieder Videos hochlade. Irgendwie, ich drehe immer mal, aber irgendwie hochladen tue ich gar nichts. Das muss ich mal machen. Genau, im nächsten Wochenvlog seht ihr dann auf jeden Fall die London-Reise und da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dann!